freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zur heutigen offiziellen Eröffnung der Ausstellung 100 Jahre Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft hier in Erfurt. Was erwartet uns heute hier bei Ihrer Veranstaltung? Ich selbst bin ja nur Gast. Ich vertrete den Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften, wo die WBG Zukunft einer von drei Partnern ist. Ich weiß, dass eine Ausstellung hier präsentiert wird anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der WBG Zukunft. Kompliment, tolle Entwicklung. Besonders beeindruckt hat mich die Zimmer bzw. Küche, die hier aus den Jahren von der Gründung bis heute im Zehnerschritt, wie das hier in der Zeitreise auch sehr schön beschrieben ist, demonstriert werden. Das erinnert mich an eigene Möbel, an die Möbel meiner Eltern, an die Möbel meiner Großeltern, und das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das Shopping ist ja als eine wirkliche Freizeitaktivität auch entstanden und wird von allen Altersgruppen eigentlich sehr gerne genutzt. Das ist ja nicht mehr die Bedarfsdeckung, dass man einfach einkaufen geht. Und liegt uns also sehr am Herzen. Und möchte nochmal einen Punkt aufgreifen, den die Frau Wuttke brachte, dass Nachhaltigkeit und auch Beständigkeit dort entsprechend Ziele sind. Das verbindet uns ein Stück weit. Hier, wir sind auch die gute Bühne, sage ich mal, nicht nur des Erfurter Nordens, sondern Thürings. Wir haben also sehr, sehr viele Vereine hier eingebunden. Wir haben sehr, sehr viele Gruppen hier eingebunden, die bei uns Auftritte bekommen und sind da also ein schöner, integrativer Standort des gesamten Erfurter Nordens. Worin besteht Ihre Arbeit als Mitgliedervertreter? Ja, die Hauptaufgabe eines Vertreters ist eigentlich, das Sprachrohr zwischen den Mitgliedern und der Genossenschaft zu bilden. Wir wählen den Vorstand zum Beispiel, oder wenn die Satzung geändert werden soll, dann werden wir darin integriert. Was ist das Besondere an der Tiergartensiedlung? Ja, das Besondere ist für mich eigentlich auch der persönliche Bezug. Es geht dort sehr familiär zu. Und wir haben dort ganz, ganz viel Grün, keine großen Wohnbauten, sondern ein ganz natürliches Miteinander. Und das Schöne ist, dort kennt jeder jeden im Großen und Ganzen. Die Jüngeren passen auf die Älteren auf, die Älteren auch so ein kleines bisschen auf die Jüngeren. Und das, was mir besonders gefällt, ist dieser generationenübergreifende Aspekt. 100 Jahre bedeutet für uns als Wohnungsunternehmen, als Wohnungsbaugenossenschaft Nachhaltigkeit. Wir sind da für unsere Mitglieder zu jeder Zeit. Weitere Bilder und Informationen finden Sie auf unserer neu gestalteten Homepage unter www.wbgzukunft.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.